So, ich tue das, was niemals jemand tut im BG. Ich buffe die Leute am Anfang. Weil sind wir ehrlich, wir haben hier nichts zu tun. Und das Wichtigste kommt jetzt. Wir buffen das Hunterpad. So, Dorn noch jeder drauf. Alle haben Buffs bekommen. Dann hol ich mir schön Berserker gleich. So, mal sehen. Ich hätte gerne, ich habe ja keinen Sprinten, ne? Ich hätte gerne das Berserker. Ich spiele bei so mit Insektenschwarm. Nicht wundern. Wegen dem Raid noch, ne? Ich glaube, hier im PvP wäre Dings sogar besser. Mit Reichweite und Grasp, aber irgendwie habe ich damit mehr DPS gefahren, deswegen. Müsste ich vielleicht umspecken. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht einfach im PvP-Spec Dings gehe. Was hast du? Rekonstruktion? Qualität, Leute, was ist das? Super X Resolution oder so. Irgendwann mit Super X Resolution stand da drin. So, was haben wir hier? Skaliert das Ding eigentlich auch mit Spell Damage? Weil theoretisch könnte ich doch dreimal das raufhauen. Bevor ich Moonkin gehe, oder? Gar nicht geschafft, was der Gegner ist, aber ich glaube, das sind einige Warlocks, ne? Sehr schön, den haben wir. Ja, hier wäre Range geil. Hier ist noch Range Head auf dem Dudu. Wäre super nice. Ich cast mal durch die Bäume hier durch. Jo. Damage is not bad. Der rennt weg. Der kriegt Insektenschwarm. Der kriegt das. Ein Hunter kriegt alle Dots drauf. Du Dings. So, oben drauf. Der sollte sterben in den Dots. Sicher. Sehr schön. Ich kurz mal safe hier. Ich will nicht trinken gehen. Ich habe eh keine Tränke dabei. Ich gebe mir mal. Oh, der Mage ist reingeblinkt. Schönen Mana-Trank. Wir haben es ja, ne? Da gehen mal Wurzeln drauf. Sehr schön. Ich glaube, der hat auch einen Lava-Burst gerade abbekommen, ne? Oh, Starfire habe ich noch gar nicht gedrückt. Jetzt zieh. Starfire into Dings. Der wird mich wegfieren wollen. Okay, Hälfte ab hier. Ohne Crits. In der Theorie könnte das ein One-Shot sein, ne? Ah, er hat widerstanden. Sollte Dead sein? Jo, sehr schön. Ich muss sagen, Eule macht mit Hunter zusammen am meisten Damage im BG. Weil du kannst halt durchgehend ohne Mana-Kosten diesen Mist rein spammen, ne? Guck mal, jetzt habe ich kein Mana. Ich drücke einfach meine Taste durch, weil es kein Mana kostet. Boop, der nächste down. Das ist, glaube ich, ein Priester. Dem geben wir nächsten Warlock. Okay, wo ist unsere Flagge? Ich habe nicht gesehen, dass sie durchkam. Komm, die Lümmel. Ich brauche halt unbedingt Mana irgendwie, ne? Haben wir einen Mage? Ne. Ich glaube aber, die Flagge ist durch, ne? Guten Abend, Anja. Wunderschön. Ich glaube, die Flagge soll durch sein. Wie habe ich schon 4 Charakter? Ich habe 4 gespielt. Und die Eule habe ich in 15 Stunden hochgelevelt, ne? Also die Eule hat sehr schnell gelevelt. Ich habe eine Eule, ich habe einen Hunter, einen Warrior und... Was habe ich noch? Einen Shaman habe ich noch. Oh no, Full 4. Ich glaube, das war's mit mir. Thank you.
Perry, ich gönne mir den mal. Hunterkrieger, Schamane, Dudu. Wird auf jeden Fall ein Loss, aber auch weil ich nicht mich um die Flagge kümmere, ne? Geht er durch? Ich würde gerne mal so ein Ding durchziehen hier. Das hat halt Ewigkeiten Castzeit, ne? Dass da mal was durchgeht, ist halt vorbei. Ist da vorne nicht unsere Flagge gerade gelaufen? Ja, ne? Da läuft die Flagge. Down. Der ist out of mana. Starfire und Dings. Hup. Ich weiß nicht genau, wo die Flagge jetzt ist. Der macht ja gerade den Dings-Jump, ne? Ich glaube, der Gegner hat einen Dedicated Flag Carry. So mal so eine Eule, die durchrennt. Unsere Eule ist leider hier nur am Zergen. Man kennt sie. Ist weg. Dotline, hier ist ein Rogue. Mal Feenfeuer direkt drauf. Mal Bär. Vielleicht kriege ich noch Wut für einen Stun. Naja, da ist wirklich nur. Irgendwas noch? Ich werde ungern meinen World Buff verlieren, muss ich ehrlich sagen. Ich bin leider voll out of Mana, ne? I'm dead. Bip. Das war's mit meinem World Buff. Aber, ich glaube, Eule ballert gut rein. Also hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr Spell Damage, wäre goodbye, ne? Auch wenn leider jetzt mein World Buff weg ist, jetzt bin ich ganz, ganz langsam. Bin ich jetzt. Mein bester Char bisher gefällt mir am besten Warrior, klar. Aber beim BG ist es auf jeden Fall Hunter gewesen. Der hat ganz gut geballert. So. Ich spiele Range auf alles. Also bis auf Warrior sind es Ele-Shaman, Eule. Ele-Shaman, Eule, Prot-Warrior und BM Hunter. Ja. Den kann ich gar nicht wurzeln, aber ich kann ihn mal zwingen, Cooldown zu benutzen. Glaube ich. Der ist durch. Ist er durch, though? Ja, der kriegt zu viel Stuff. Der ist komplett durch. Aber ich glaube, wenn ich PvP-Bild auf der Eule drin hätte, ich würde die alle outrangen. Also meine 2 hätte ja 42 Yards Range, ne? Was schon ziemlich insane wäre. Let's down, wunderbar. GG's. Aber verloren, aber dafür gut geblastet. Ah, es war klar, wenn wir nicht carryen, wenn wir nicht flaggig machen oder so, ist halt over.